darf euch nochmal herzlich begrüßen. Wenn der blaue Spaten in die braune Erde sticht, dann tut sich etwas. Am Beispiel St. Lorenzen im Mürztal. Es gab einen Spatenstich zum Bau von Wohnungen, von leistbaren Wohnungen, wie die Redner ausführten. Wir haben hier in St. Lorenzen einen Spatenstich für ein Mehrgenerationenhaus. Lorenzen ist ja einer der beliebtesten Wohnorte schon im Mürztal geworden. Und das ist ein Stück mehr wieder an Wohnqualität in dieser Gemeinde. Ich kann dem Bürgermeister nur gratulieren dazu, dass wir hier kein singuläres Haus bauen für Jugendliche oder für Senioren alleine, sondern dass wir die breite Generationenverantwortung hier im Wohnbau sehen. Und das ist auch gut so, weil sehr viele Synergien von jung bis alt hier gelebt werden können, und so sollten wir das Wohnen der Zukunft überhaupt betrachten. Nun, es kostet alles etwas. Ohne Förderung geht heute nichts mehr. Und jetzt muss man fragen, was tut das Land für dieses Vorhaben? Ja, leistbares Wohnen ist für uns ein entscheidend wichtiger Punkt im Leben insgesamt. Im Übrigen eine überparteiliche Forderung, immer wieder auch an mich. Selbstverständlich weiß ich, was ich hier zu tun habe, denn letztlich müssen wir speziell für die jungen Leute oder für die, die es zwischen den Fingern nicht so dick haben, besonders schauen, dass Wohnen leistbar bleibt. Wir geben zum Beispiel für dieses Projekt, das etwa 3,3 Millionen Euro kostet, über 800.000 Euro an nicht rückzahlbarer Förderung hier dazu. Das heißt, damit wird Wohnen leistbar, und wir sind in der Steiermark insgesamt im österreichweiten Vergleich, was die Leistbarkeit anbelangt, sehr, sehr gut aufgestellt. Das ist eine intelligente Wohnbauförderung, das ist aber auch intelligentes Bauen und der Nutzung aller Energiemöglichkeiten aus der Sonne, aus den erneuerbaren Energien. Also wir wollen nicht nur günstig bauen, sondern auch dann letztlich die Betriebskosten niedrig halten und einen wesentlichen Beitrag für den Klimaschutz leisten. Dieses Wohnobjekt hier beweist ja wiederum ein Mitdenken, ein Vorausdenken, und eine Zeit lang hat es geheißen, verdichteter Flachbau, keine Hochhäuser. Jetzt geht man wieder in eine andere Richtung. Ja, es ist so, also der verdichtete Flachbau ist grundsätzlich einmal optisch ansprechend, was die Wohnqualität betrifft, auch ansprechend. Aber natürlich die Flächen, die zur Verfügung stehen, insbesondere für den geförderten Wohnbau, werden immer schwieriger zu bekommen. Und so muss auch in Zukunft immer mehr daran gedacht werden, wieder eher in die Höhe zu bauen, um auch wirklich das leistbare Wohnen fördern zu können. Jetzt, wie geht das vor sich? Man möchte eine Wohnung hier, weil man sich hier ansiedeln will in der Nähe. Was tut man? Naja, wenn man gerade auf das leistbare Wohnen abzielt, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Wir als gemeinnütziger Wohnbauträger führen eine sogenannte Warteliste, wo man sich bei uns registrieren lassen kann. Und wenn von uns ein neues Projekt in die Umsetzung geht, werden alle, die für sich so ein Projekt interessieren, eben auch direkt von uns angeschrieben und über den Start, über den Baubeginn auch informiert. St. Lorenzen, das ist doch eigentlich ein Herzeigegebiet. Das ist es wahrlich, und nicht umsonst ist ja unser Slogan auf der Sonnenseite des Mürztales. Also wir haben immer schöne Tage, auch wenn es regnet, weil wir einfach da in dieser Region bzw. in St. Lorenzen leben können, leben dürfen. Und ich glaube, jetzt, wo Wohnbau jetzt das Thema jetzt zu diesem Zeitpunkt ist, einfach qualitativ hochwertiges Umland, Umfeld haben mit hochwertigen Wohneinheiten. Wir können hier und heute sozusagen den Spatenstich für weitere 23 leistbare Wohneinheiten machen, begehen. Das ist ein freudiges Ereignis. Auch der Herr Landesrat Zeitinger war hier, hat sich die Zeit genommen, um dabei zu sein, weil wir eine gute Zusammenarbeit pflegen, weil wir gut miteinander kooperieren und gute Gesprächsbasis haben, sodass wir auch von dieser Seite immer sehr, sehr gute und großartige Unterstützung haben. Besteht so viel Nachfrage nach Wohnungen? Also diese Lücke, die Sie jetzt nennen, ist hier an diesem, in diesem Bereich. Hier war von vornherein waren 7 Objekte geplant, 4 sind bereits übergeben. Und jetzt ist der letzte Bauabschnitt mit 3 Einheiten, die insgesamt 23 Wohnungen hervorbringen. Wobei mir war es besonders wichtig, auch seniorengerechte Wohnungen zu haben, zu kriegen. 8 davon sind seniorengerecht. Und
auf die Frage nach der Nachfrage. Wir könnten jede dieser Wohnungen dreimal vergeben. Für Jung, für im Beruf Stehende und auch für die Senioren wird hier Wohnraum geschaffen, der auch leistbar ist. In einer wunderbaren Gegend, in einem wahren Paradies.